Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie wichtig Lauf-ABC oder auch die Laufschule ist, um deinen individuellen Laufstil zu entwickeln. Lauf-ABC-Übungen tragen ihren Namen zurecht. Denn wie das Erlernen des Alphabets, dem Lesen und dem Schreiben vorausgeht, dass man zuerst einmal die richtige Technik hat, um eben die Basis zu schaffen. Spitzensportler machen das täglich. Die meisten Hobbyläufer machen das so gut wie nie. Deswegen möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, wie wichtig eigentlich die Lauf-ABC-Übungen sind und wie oft man sie eigentlich in der Woche einplanen sollte. So, jetzt geht's los. Lauf-ABC, erste Übung. Eine meiner Lieblingsübungen ist vor allem Skipping, dass wir wirklich schauen, dass wir schön aus dem Fußgelenk arbeiten, weil wir ja wissen, dass Fußgelenk sehr, sehr wichtig ist, dass du wirklich einen schönen Abdruck bekommst. Ja. Ich empfehle immer ganz am Anfang eher statisch, das heißt im Stehen, weil dass man das wirklich erst einmal erlernen muss, dass man wirklich versucht, ganz, ganz wichtig, auch die Arme immer mitnimmt. Ja. Wirklich hopp, hopp, hopp. Und schon langsam dann wirklich schon in einer hüpfenden Bewegung, noch immer im Stehen, schon langsam beginnt und wirklich ganz, ganz wichtig, schön aus dem Sprunggelenk arbeiten. Ja? Und dann kann man wirklich schon ganz langsam, beginnt man kleine Schritte, wirklich schön bewegt, hopp, 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 mindestens 10 Sekunden mal zum Beginn und dann wieder locker ausgeht, ja? Die Arme immer mitschwingt, das ist einmal so die erste Grundübung eigentlich, die sehr, sehr wichtig ist beim Laufen, damit man wirklich dynamisch arbeitet. Natürlich beginnt man eigentlich ganz, ganz locker und dann wird man immer schneller, damit man auch eine gewisse Geschwindigkeitsvariation hat. So, und jetzt zur nächsten Übung, der Kniehebellauf. Und vor allem hier ist es nicht entscheidend, wie hoch du dein Knie bringst, sondern vor allem, wie dynamisch du es runterbringst. Weil wir wollen ja nach vor und richtig Dynamik aufbauen. Das heißt, hier ist auch wieder zu Beginn, mache ich das ganz, ganz langsam im Stehen, statisch, dass ich wirklich schaue, dass ich hier wirklich schön mich abdrücke. Vor allem auch hier wieder, wie vorher bei der Sprunggelenksarbeit, dass ich wirklich sage, ich möchte auch hier aus dem Sprunggelenk arbeiten. Das heißt, wirklich schön hebe und dann auch hier seht ihr wirklich dynamisch aus dem Sprunggelenk dann arbeite. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend und nicht wie hoch, das passiert sowieso automatisch, sondern wirklich bewusst runterdrücken. Das ist ganz, ganz entscheidend und dann wirklich zuerst einmal im Stehen, auch wieder wichtig, stolz sein, geradeaus schauen, keine Ausweichbewegungen machen und dann schön langsam im Schritt und wirklich dynamisch. Hopp! Und Seitenwechsel. Hopp, hopp, hopp. So, als dritte Übung der Hopserlauf. Hier versuche ich jetzt wirklich die beiden vorigen Übungen miteinander zu kombinieren und wirklich schaue, dass ich wirklich dynamisch schön in die Höhe komme. Auch hier wieder beginnen wir im Stehen, dass ich wirklich schaue, dass ich wirklich mich bewusst raufdrücke und versuche, schön wieder aus dem Sprunggelenk zu arbeiten. Kann man Seitenwechsel machen, wirklich hopp, hopp und dann wirklich im Laufen das Ganze absolviere, indem ich wirklich hopp, hopp, schön in die Höhe komme, umso höher, umso besser. Auch hier wieder schön aus dem Sprunggelenk arbeiten. Als vierte Übung machen wir den Sprunglauf. Hier versuchen wir jetzt wirklich eine schöne Schrittlänge zu bekommen, dass wir wirklich dann auch ja, quasi springen und währenddessen auch laufen. Versuchen wir das einmal gemeinsam. Wirklich schauen, schön abdrücken und wirklich schön nach vorne. Hopp, hopp, hopp. Um ein bisschen Abwechslung in die ganzen Übungen zu bringen, machen wir jetzt noch eine klassische Übersteigung, das heißt, ich laufe wirklich seitlich und versuche dann jeden Schritt zu variieren. Einmal nach vor, hinten, hopp, 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 hopp. Schau wieder, dass ich gerade bin, nach vorne schaue, sehr stabil bin. Auch hier gilt wieder, einmal langsamer, dann wieder schneller werden.
und Seitenwechsel wieder nach vor. Hopp, 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 hopp. So, und jetzt gehen wir ins Rückwärtslaufen. Schön nach hinten, auch hier wieder wichtig, schaut, dass ihr da schön abdrückt. Ihr könnt es auch wieder variieren, indem ihr zum Beispiel mehr in die Höhe springt oder beziehungsweise die Knie anhebt oder wieder langsamer werdet. Wie bei jeder Übung ist wichtig Variation. Die letzte Übung und die siebte Übung ist noch als Abschluss, damit ich wirklich noch eine Dynamik hineinbekomme und wirklich auch versuche, auf dem Boden aufzutreten und wirklich den Kontakt auch suche, indem ich wirklich bewusst schön nach hinten ziehe quasi. Kann ich ruhig ein bisschen schleifen. Ja? Ich würde es immer beginnen einbeinig, dann Seitenwechsel und dann wirklich beidbeinig hopp, hopp, hopp und wirklich nach hinten ziehe. Das waren jetzt sieben Übungen, die ich regelmäßig mache. Ich würde euch die auf jeden Fall empfehlen. Natürlich gibt es noch verschiedene oder mehr Übungen davon, aber das sind so die Grundübungen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Wie oft ich das mache, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, so ein bis zweimal die Woche. Ihr müsst jetzt nicht extra ein Lauf-ABC-Training machen, sondern integriert es einfach in den Trainingsalltag, sondern nehmt euch Zeit, 10 Minuten zum Aufwärmen und dann 15 Minuten macht diese Übungen. Wie weit und wie lange, ich würde euch da empfehlen, so fangt an mit 50 bis 80 Meter beziehungsweise so 20 bis 30 Sekunden, vollkommen ausreichend und dann wieder locker zurück zum Start und beginnt die nächste Übung. Ganz, ganz wichtig, variiert die Geschwindigkeit. Locker beginnen und immer schneller werden.